Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Steigerwald Endbanner. Ich bin der Dirk und worum geht's heute? Ich habe schon längere Zeit kein Video mehr gemacht. Lag am guten Wetter vielleicht zwischendurch mal. Viel im Garten gemacht, wenig im Keller an der Moba. Zwischendurch mal Familienfeier gehabt und ja, so läppert sich das zusammen, dass man relativ wenig macht. Dann habe ich auch vergessen, ein bisschen die Kamera mitlaufen zu lassen. Von dem her, ja, ist jetzt in den 3-4 Wochen, ja, es ist ein bisschen was passiert. In erster Linie geht es um den Bau des Bahnhofes, also den Hauptteil eigentlich der Anlage. Oder bei vielen Anlagen, bei mir ist es genauso. Ich habe das ja so gestaltet, dass ich den Bahnhof ja so Art als ja, Modul Bau, nicht so als Modul zum ständigen Wechsel, aber zumindest jetzt in der Bauphase, dass ich noch relativ gut auch von unten die ganze Sache montieren kann. Und alles Weitere seht ihr dann nach dem Intro. Ich melde mich dann nochmal kurz und sage ein bisschen, um was das geht. Bis gleich. Ja, worum geht es in dem Video? Ich habe angefangen, meinen Bahnhof zu bauen. In dem Video seht ihr, wie ich ja, die Gleise auflege, wie ich die Gleise dann oder den Verlauf der Gleise übertrage auf die Platte, auf den Kork. Ihr seht, wie ich anfange ja, mit einer Doppelkreuzungsweiche, die ich montiere. So ein bisschen der Fixpunkt, die muss sauber verlegt werden. Alles andere gestaltet sich oder baut sich dann danach auf. Ja, ihr seht viel auch, wie es unter dem Modul ausschaut. Ich sage immer, das ist immer krass. Also wenn man oben die Gleise sieht und vielleicht ein paar so kleine Signale und dann dreht man die Platte um, dann denkt man, wow, also was da alles an Elektronik verbaut ist, die ganzen Decoder, Schaltdecoder, Lichtsignaldecoder etc. Aber seht selber im Video. Ich werde so ein bisschen nach und nach kommentieren, was ich da so gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich melde mich dann wieder ja, am Ende dieses kurzen Films. Bis dahin. Also hier sieht man mal, dass ich am Hauptbahnhof einmal provisorisch hingestellt habe und die Gleise angepinnt habe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe ein Problem mit diesem blöden Segmentübergang da, weil ich vom Hauptbahnhof an sich so viel auf der Werkbank vorverdrahten möchte für unten. Und jetzt muss ich hier quasi am Übergang erst einmal freilassen, die Gleise. Aber so gefällt es mir echt ganz gut. Da rechts, das wäre jetzt das Stumpfgleis hier, da wo die Zange noch liegt. Ansonsten geht es jetzt einfach mal darum, halbwegs abzuschätzen, wie das Ganze mal ausschauen wird. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Gleisabstand hier ist 28 mm. Bahnsteig hier ungefähr an die 50 mm geplant. Ja. Ansonsten vielleicht eine Geschichte noch hier. Eigentlich wollte ich hier an der Einfahrt noch in dem Bereich hier ein Sperrsignal hinsetzen. Und weil ich da zweimal das zum Rangieren nutzen möchte, das ist eigentlich Ausfahrgleis. Nur da hatte ich schon drin das kleine, diesen Schotterzwerg von Fissmann, dieses kleine Gleissperrsignal. Und dann kam die Stellprobe mit Waggons. Das hat einfach nicht gepasst. Das heißt, der Abstand hier, das sind knapp 30. Der war einfach zu knapp für dieses Sperrsignal. Also hier, da sieht man es. Ich zoome mal rein.
Hier, das da, da geht's noch. Vom Abstand her, aber das andere nicht mehr. Die anderen Signale sind jetzt abgedeckt, damit ich es ja nicht umknicke. So schaut es jetzt aus. Also was wir jetzt hier sehen ist, dass ich mir dünne Gleisnägel zunutze machen. Und ich zwick hier den Nagelkopf quasi ab. Und dann geht es durch diese Laschen bei der Weichenbetätigung, bei den Zungentour, sieht man jetzt hier. Ich stecke quasi mit der Zange die Nägel durch. Einbau der Doppelkreuzungsweiche der zweiten. Das ist eine SLE 390F, glaube ich. Das heißt, hier sind die Herzstücke einzeln rausgeführt über diese Drähte hier. Und die müssen entsprechend polarisiert werden. Und das ist wie bei der anderen Doppelkreuzungsweiche auch, dass der Antrieb von diesem Umschalter hier auf der Seite dieses Herzstück umschaltet und der Antrieb hier für diesen Umschalter das gegenüberliegende Herzstück. Die beiden äußeren hier werden entsprechend der Polung fest angeschlossen mit, ja, mit der Gleichspannung DCC plus oder minus. Was man hier sieht, ich habe die Mittelstellungen der Weichenzungen in dem Sinn hier, die habe ich fixiert. Ich habe mir hier ganz dünne Gleisnägel zunutze gemacht, den Kopf abgezwickt, damit ich dann die genauen Positionen für das Bohren der Löcher habe. Die Zungen werden da bei mir mit Servos geschalten. Und da habe ich dann die exakte Position, um dann in meinem Fall ja so zwischen 8 und 10 mm Löcher reinzubohren. Ja, das ist jetzt quasi hier die DKW, die Doppelkreuzungsweise, als erstes Fixstück auf meinen großen Bahnhofsmodul hier. So, da werde ich jetzt an den Drähten hier entsprechend noch Litzen anlöten. Und jetzt kann man die Doppelkreuzungsweiche abnehmen. Die ist quasi jetzt angezeichnet. Ich nehme sie jetzt mal ab. Und jetzt seht ihr quasi hier die vier mit dem Kopf abgezwickten Gleisnägel, wo ich dann die Position der Löcher mir entsprechend markiert habe. Ja, nachdem ich die Litzen angelötet habe, werden die Lötstellen mit Schrumpfschlauch überzogen. Das sieht man jetzt hier. Ich fädel den Schrumpfschlauch drüber über die Litzen. Geht dann ziemlich bis zum Anschlag. Dann nehme ich den Draht von der Pecco-Weiche auch noch mit. Und mit dem Heißluftföhn wird das Ganze dann erhitzt und geschrumpft. Also hier sieht man dann, dass ich mir die Durchbohrungen oder diese, wo die Kabel durchgeführt werden, das bohre ich jetzt letztendlich durch. Das sind die zwei Drähte für die Herzstückpolarisierung und zwei für die Spannungsversorgung. Das Ganze dann mit einem 2 mm Bohrer. Was wir jetzt hier sehen, ist das Bohren noch der größeren Löcher. Die Doppelkreuzungsweiche hat ja zwei Antriebe
Und ich bohre jetzt für jeden Antrieb jeweils ein 10 mm großes Loch. Was man hier noch sieht, sind die gestrichelten Linien. Das heißt, darunter verläuft eine Trasse. Und somit muss ich zumindest bei einem weichen Antrieb mir eine Umlenkung über einen Seilzug überlegen. Und hier werden entsprechend noch die Späne aufgesaugt. Sauberkeit muss sein, dass da nichts in die Weichen reinkommt. So, jetzt ist die Weiche vorbereitet. Dann werden die einzelnen Adern durch die Bohrungen durchgeführt. Das Ganze läuft jetzt einmal in sechsfacher Geschwindigkeit ab, weil es dauert doch Zeit. Und ich kann jedem nur raten, nehmt euch Zeit hier für das Verlegen gerade der Doppelkreuzungsweichen. Das muss wirklich sauber sein, sauber verarbeitet, schön plan, aufliegend. Wird so ein kompletter Einbau einer Doppelkreuzungsweiche. Also ich nehme Zeit, dauert bestimmt so ein, zwei Stunden. Ja, sieht man, das Ganze ist so weit mal eingefädelt. Jetzt wird das Ganze noch ausgerichtet. Am Ende nehme ich dann so Pins. Damit wird die Weiche jetzt erstmal fixiert. Und dann zum Schluss mit Sekundenklebern an ein paar Stellen quasi auf den Kork geklebt. Das Ganze hält dann sowieso nach dem Einschottern, ist jetzt nur zum Fixieren. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht großflächig mit Kleber drunter, sondern wirklich nur dann punktuell. Vielleicht einmal, bevor ich jetzt einfach hier in den Arbeitsmodus übergehe, ganz kurze Erklärung zum Modul, was ist bis jetzt passiert. Zum einen, weiß nicht, ob man es dann hier sieht, ich versuche es dann mal später noch reinzuzoomen, quasi hier mein Stromversorgungsblock. Ja, also hier sieht man den Stromversorgungsblock. Hier habe ich eine Diodenschaltung, das heißt, was hat das für einen Hintergrund? Die Weichen sind teilweise ja nicht über das Rückmeldemodul geführt. Und jetzt, wenn wir uns das Rückmeldemodul mal anschauen, das habe ich hier. Hier sind die beiden Rückmeldemodule. Die werden ja hier eingespeist mit der DCC-Spannung. Und durch die Erkennung der Belegmeldung entsteht quasi hier auch, weil da sind Dioden drin, ein Spannungsabfall. Und um diesen Spannungsabfall das würde ja bedeuten, dass dann bei den Weichen die Spannung etwas höher ist. Und das heißt, ich habe dafür hier meine Dioden-Schaltung mir gebaut, wo ich dann künstlich quasi durch zwei Dioden in Reihe den gleichen Effekt habe wie bei den Rückmeldemodulen. Und somit habe ich dann den gleichen Spannungspegel an den Weichen und an den rückgemeldeten Abschnitten. Ja, das ist ein Block, quasi so eine Art Verteilerblock mit, ja, hier habe ich jetzt drei unterschiedliche Spannungen drauf. Das ist eben die DCC-Spannung, ich sage mal, ohne Dioden. Die DCC-Spannung mit Dioden, also etwas reduziert, und die Hilfsspannung hier schwarz und gelb für die eigentliche Powerversorgung des Switch Pilot für die Servos. Ja, jetzt mache ich mal weiter. Die Servos jetzt soweit von den Weichenantrieben alle eingebaut. Jetzt geht es weiter hier. Jetzt baue ich gerade Signale ein. Das sind jetzt hier Ausfahrsignale für die
Signale. Zum Anschließen verwende ich diese Lichtsignaldecoder LSDEC DB von Litwinsky Datentechnik. Wie ihr hier seht, ja, verlege ich die Adern hier relativ flach, weil hier ist eben, wenn ich das Modul drauf baue, geht dann hier quasi auch die, da geht ein Gleis durch. Also ich weiß nicht, ob man es hier sieht, da sind überall Ausbrüche, das heißt hier muss ich flach bleiben, dass wenn ich, dass die Loks und die Züge einfach unten drunter noch Platz haben. Servus, da bin ich wieder. Ja, ich habe die Signale teilweise auf Vago-Klemmen gelegt. Hier in dem Bereich habe ich weniger Platz. Da lege ich sie jetzt auf so Lötleisten und führe die dann quasi hier zu den Lichtsignaldecodern. Jetzt mache ich mal weiter mit den beiden grünen. So, brauchen wir den grünen Draht. Also ich habe jetzt hier 0,25er, ich meine bei den Signalen, da würde jetzt auch 0,14 erreichen, da fließt der fast kein Strom drüber. Aber einen grünen 0,14 habe ich jetzt nicht, das nehme ich halt den. Also ich isoliere hier quasi ab. Dann hat er gesagt, brauchen wir ein bisschen Lötzinn. Ich verwende je nach Anwendung Lötzinn mit Blei und ohne Blei. Das hängt immer ein bisschen bei mir ab, was ich gerade mache. Also hier bei den Geschichten kommt jetzt bleifreies Lot zum Einsatz, weil das relativ, ja, wie soll ich sagen, das ist relativ großzügig hier. Da brauchst du keine feine oder keine so gute Fließgeschwindigkeit oder Flusseigenschaften. Ja, löte den hier an die Lötleiste an. So, dann führe ich die hier auch drüber, über die, was habe ich hier, 1, 2, lass mal 2 frei. Ja, über diese Leisten, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also teilweise mache ich es mit Heißkleber, teilweise mache ich es dann mit diesen Leisten hier. Die sind so eine Art, ja, Gummileisten. Diesen Performierungen. So, dann ablenken. Abisolieren. Und eine Endhülse drauf. Also ich mache überall, wo ich jetzt hier Schraubklemmen habe, an den Geräten kommt bei mir alle Endhülse drauf, weil es einfach besser hält und weil es besser zum Anschließen ist. So, grün auf grün, hat er gesagt. An der Stelle ganz kurz erklärt, was schließe ich alles an einem Lichtsignaldecoder. Hier bei dem Modul passt es jetzt eigentlich ganz gut. Ich kann 4 Signale anschließen, 2 Ausfahrsignale und 2 Sperrsignale. Das ist relativ auch gut beschrieben. Wichtig ist bei den Lichtsignaldecodern auf die Jumper zu achten. Das Teil hat nämlich hier, ich kann es mir kurz zeigen, also ich nehme mal den Deckel ab, ich weiß nicht, ob man es dann auf dem Video sieht, das sind jetzt hier 3 Jumper
Und die Jumper sind dafür da, zum einen, dass ich wählen kann zwischen Motorola und DCC-Format. Im Auslieferungszustand komischerweise stehen die auch Motorola-Format. Das heißt, der Jumper 3, der muss auf alle Fälle, ich sag mal, die Brücke muss raus. Ja, ich stecke den Jumper dann quasi nur noch auf einen Pin. Der Jumper 2 muss auch raus. Der ist letztendlich dafür da, dass... Jetzt muss ich mal überlegen, wofür der zweite Jumper ist. Also der dritte ist zum Blockieren, dass er einfach nicht mehr, dass er nicht mehr programmiert werden kann. Ah ja, und der letzte ist, was man für Signale verwendet. Und da ist es so, dass also der wählt quasi zwischen einer gemeinsamen Anode oder Kathode und ich verwende ja die Fisman-Signale. Deswegen muss der quasi, der Jumper 1 wird quasi rausgenommen, der Jumper 2, der zwischen DCC und Motorola, und der Jumper 3, der bleibt jetzt noch gebrückt. Das ist der, wo ich sage, ich kann programmieren oder ich kann nicht mehr programmieren. Das heißt, man kann den dann quasi, wenn er einmal richtig programmiert ist, entsprechend dann so lassen. Ja, jetzt schieße ich quasi hier an einer Seite ein Ausfahrsignal und ein Sperrsignal an und Spiegelverkehr auf der anderen Seite genau das gleiche. So sieht das aus. Wo ich jetzt noch überlegen bin, ob ich ein normales, ich glaube DR4014, 4018, also dieses 16-Kanal-Schaltmodul von DigiCase noch irgendwo hier unterbringe. Das werde ich auch machen, weil zum einen sehe ich nicht ein, dass ich glaube, ich brauche nur einen Servoantrieb und da verwende ich jetzt keinen extra Servo-Decoder, sondern nehme dann quasi einen ganz normalen Schaltausgang und ich glaube, mit so einem MB6-Antrieb geht es ganz gut. Das heißt dann keinen Servoantrieb, sondern diesen motorischen Antrieb. Und ja, die anderen Schaltsignale brauche ich dann, um ja, die Beleuchtung zu schalten, um eventuell noch, was wollte ich noch schalten? Den Weichenantrieb. Ja, eventuell noch ein Signal. Also da ist es ähnlich, dass ich da vielleicht dann nicht extra noch meinen kompletten Signaldecoder spendiere, sondern mich dann auch an das herantaste, dass man mit diesem ganz normalen Schaltdecoder von DigiCase über bestimmte Presets ja auch Signale schalten kann. Genau, so sieht es im Moment aus. Ja, irgendwann muss ich dieses Modul dann natürlich in meine komplette Anlage integrieren. Und wenn ich es dann integriert habe, dann ist es halt aus mit dem schönen Arbeiten. Deswegen muss ich schauen, dass ich alles, was mit Verkabelung zu tun hat, dass ich das soweit hier abschließe, beziehungsweise dann auch vorsehe. Eventuell mache ich dann ja auf der Platte so eine Art ja, Wechselstromverteiler noch, mal schauen, der dann irgendwo in den Häuschen verschwindet, damit ich dann oben auch nochmal ein bisschen was zur Verfügung habe. Ja, also ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was so alles schon passiert ist. Auf der einen Seite bin ich ganz, ja, doch ganz stolz oder froh, dass ich doch ein bisschen weiter vorangekommen bin. Auf der anderen Seite stehe ich jetzt wieder auch vor ganz großen Herausforderungen. Ich bin am Überlegen, wie jetzt die weitere Reihenfolge ist. Bin mir noch nicht ganz einig mit Oberleitung, mit Quertragwerken im Bahnhofsbereich, die Reihenfolge jetzt Bahnsteigbau, Einschottern, dann fehlen noch die ja, Beleuchtungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die richtige Reihenfolge ist, aber ich denke, ich werde einen Weg finden. Also wo ich mich brutal schwer getan habe, ich habe zum Geburtstag diesen ICE
Bahnsteigbausatz bekommen von Völler. Männer und Frauen, ich kann euch sagen, das ist hier für diese sehr großen Hände ist es einfach nichts mehr. Also das hat jetzt vielleicht, ich würde mal sagen, mit Alter und Brille und nicht mehr sehen, hat es relativ wenig zu tun. Aber also was das für ein, ich sag mal, für eine Detailarbeit ist, ja. Und wenn dann die, ich weiß nicht, der kleinste Klebetropfen größer ist als das kleinste Kunststoffteil, ja, da frage ich mich schon, also wie viele Garn kann man in der Ganze noch machen. Ich werde es trotzdem weiter probieren, mal schauen, was bei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten, ja, wie gesagt, wird es dann mehrere Teile geben von diesem Bahnhofsbau. Weiß nicht, wann jetzt der nächste Teil kommt. Das Wetter wird jetzt immer besser. Ich muss mal ein bisschen was auch wieder für mein Fitness tun, ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, schauen wir mal. Denke ich, wird es wieder 2, 3, 4 Wochen dauern. Ich halte euch auf dem Laufenden und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ach ja, eins habe ich vergessen. Ich freue mich auf das Freundetreffen, das Mobile-Freundetreffen in Frankfurt. Dort werde ich auch teilnehmen. Der Wolfgang, mein Mobile-Freund aus Bamberg, kommt auch mit. Wir reisen mit dem Zug an. Es wird bestimmt ein toller Tag. Ich freue mich, die ganzen, ja, Bekannten, Freunde, die ich bisher ja eigentlich nur online kennenlernen durfte, dass ich die wirklich dann auch einmal in echt sozusagen sehe und kennenlernen darf. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bis dahin, euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal dann. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir vielleicht auch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Und jetzt ist aber endgültig los. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steigerwald in Manner.